Hallo, ihr Wundervollen! Hier ist die Party mit einem 72-Stunden-Orakel. Bedeutet, wir schauen jetzt gemeinsam in die Karten, was die nächsten 3 Tage und 3 Nächte so mit sich bringen werden. Ja? Mach's dir ganz, ganz bequem und entspann dich einfach da rein und wir gucken mal, wie jetzt gerade so die Energien stehen, ja, für uns hier im Kollektiv. Wie stehen denn die Energien? Was haben wir denn hier so für die nächsten 3 Tage, 3 Nächte? Okay, die 2 nehmen wir. So, handle inspiriert und das hatten wir letztens schon. Also spannend. Da ist immer noch ein Thema im Kollektiv und mach dich locker. Mach dich locker. Okay, also handle inspiriert. Da haben wir auf jeden Fall einmal, dass du in den nächsten 72 Stunden mal gucken darfst, je nachdem auch, was für Angebote kommen, was es zu tun gibt, alles. Ja, dass du mal schauen darfst, ist es wirklich noch so mein Weg? Habe ich darauf wirklich Lust? Vielleicht lädt dich jemand auf einen Kaffee ein und du darfst einfach fragen, inspiriert mich wirklich dieser Mensch gerade? Ist es wirklich etwas, was mir gerade Auftrieb gibt, was mir gerade Schwung gibt? Ja, was mich mehr zu mir selber führt, weil in dem Wort inspiriert steckt das Wort Spirit, ja? In Spirit. Und Spirit bedeutet einfach verbunden mit der Lebensenergie. Und mit Handle inspiriert haben wir einfach, dass du gucken darfst, was führt dich mehr zu deiner Lebensenergie. Und manchmal sind es eben Menschen, die uns eher wegbringen von der Lebensenergie. Und dann darfst du da auch zum Beispiel Verabredungen in den nächsten 72 Stunden auch ruhig absagen. Auch gucken, was muss auch gar nicht unbedingt gerade erledigt werden an To-Dos, die dir auch gerade keine Freude bereiten. Denn wir haben hier auch auf der Seite, mach dich locker. Also diese Karte zeigt uns, es geht ganz viel um Spaß in den nächsten 72 Stunden. Hab Spaß, hab geile Unternehmungen, mach Dinge, die dir Freude bereiten, die dich locker machen. Also locker könnte auch wirklich sein, Massagen, tanzen. Ja, also alles Dinge, wo du wirklich fühlst, ui, ja, das macht mich locker. So locker, dass ich überhaupt wieder fühlen kann, was mich näher zu meiner Lebensenergie bringt. Generell habe ich hier auch mit dem Löwen, ja, mach dich locker mit dem Löwen, einfach unter Menschen gehen, aber mit den richtigen Menschen. Das wird mir hier gesagt. Ja, also geh unter Menschen, ja, da wartet einiges in den nächsten 72 Stunden, aber eben mit den richtigen Menschen, mit den Menschen, die dir Freude bereiten, dich inspirieren. Gut, schauen wir mal in die Tarotkarten rein, was die uns hier sagen wollen für die nächsten 72 Stunden. Was wollen die Tarotkarten uns sagen? Was haben wir hier? Was haben wir hier? Was haben wir hier für Situationen für die nächsten 72 Stunden? Ich möchte gerne 3 Situationen mehr anschauen. Da war der Stopp für die erste Situation. Und wir haben den Magier mit der 5 der Kelche. Okay, sehr, sehr spannend. Die 5 der Kelche, also da sehe ich so ein bisschen, da ist vor kurzem etwas nicht so gut gelaufen, wie du es gedacht hättest. Da ist vor kurzem irgendwie entweder eine Beziehung entzwei gegangen oder irgendwie kam eine Absage irgendwo her. Ja, irgendetwas ist nicht so gut gelaufen, wie du es wolltest. Irgendwas wurde dir abgesagt. Nichtsdestotrotz, ja, es ist jetzt nicht so, dass dich diese Absage oder diese Sache total ins Verderben gestürzt hat, aber es hat so ein bisschen wehgetan, ja. Warum sage ich nicht total ins Verderben gestürzt? Du hast ja hier noch 2 Blümchen, das heißt, dir geht es soweit ganz gut, auch wenn du das gern gehabt hättest oder dir das gewünscht hättest, geht es dir auch ohne das ganz gut. So, der Magier sagt aber mir jetzt, hey, hinsichtlich dieser Sache hier, die nicht so gut lief, gibt es wie so ein Reset, wie so ein Neubeginn. Versuche es von neuem, versuche es erneut. Ja, du hast jetzt alles, was du brauchst dafür und überleg nochmal, willst du das Gleiche nochmal versuchen, nur auf eine andere Art und Weise oder hat sich sogar dein Ziel, dein Wunsch verändert? Ja, weil manchmal ist es auch so, wir bekommen etwas nicht und dann stellen wir fest, eigentlich gut, dass ich es nicht bekommen habe, weil jetzt will ich eigentlich was ganz anderes, habe ich festgestellt. Und sowas habe ich hier. Also es könnte wirklich sein, dass du festgestellt hast,
in der Phase der Trauer, in der Phase, wo es dir einfach nicht so gut ging, hey, Moment mal, ich will eigentlich das und nicht das. Gut, dass ich das nicht bekommen habe, sonst hätte ich mich verzettelt. Und hier geht es jetzt darum, dass du nochmal erkennst, was willst du gerade wirklich und das jetzt angehst und auch diese Trauerphase oder diese Phase, wo du dich kurz wieder sammeln musstest, jetzt hinter dir lassen darfst, ja, in den nächsten 72 Stunden, ja, da darfst du das hinter dir lassen und da wird dir eine Möglichkeit geboten, etwas von Neuem zu beginnen, wie gesagt, auf eine neue Art und Weise dasselbe oder aber auch etwas völlig Neues, ja, was haben wir denn auf der Rückseite, das würde mich sehr interessieren, ja, du hast Kraft gesammelt und hast jetzt genug Kraft, etwas von Neuem zu beginnen. Ja, aber ich würde natürlich gerne wissen, was ist dieses Neue? Also da möchte ich eine Zusatzkarte ziehen. Was ist dieses Neue? Und da ist sie. Königin der Kelche. Etwas, was dich, also mir wird nicht genau gesagt, was es ist, aber es ist etwas, was dich in der Seele erfüllt. Ja, das hat dich vielleicht gar nicht so in der Seele erfüllt. Das, was hier nicht so gut gelaufen ist. Aber da ist etwas, was dich in der Seele erfüllt, was, wo du wirklich weißt, boah, ja, das gibt mir so ein schönes Gefühl im ganzen Körper. Das lässt mich wirklich gut fühlen, schön fühlen, selig fühlen, ja. Und dafür bekommst du jetzt die Gelegenheit, das anzupacken. Wir schauen mit den Tea Leaves noch näher rein. Einmal bitte nähere Informationen. Hier geht es um Beziehungen. Oh ja, und um Probleme, die einfach da waren. Jetzt gucke ich mal ganz kurz, wie ich es hinlege, dass ihr das auch gut sehen könnt. Und es ist so, so spannend, weil es genau das, was ich gerade gesagt habe. Wir haben hier einfach die Probleme, ja, die jetzt gelöst werden können. Aber Probleme, vielleicht wurde dir abgesagt, vielleicht ne, hat dich jemand enttäuscht, weil hier haben wir die Enttäuschung von einem Freund oder Liebhaber, ja. Also jemand hat dich enttäuscht, jemand hat nicht so gehandelt, wie du es dir gewünscht hättest, ist dir nicht so begegnet, wie du es dir gewünscht hättest. Und in den nächsten 72 Stunden gibt es hier die Chance, mit diesem Freund neu zu beginnen, mit diesem Menschen neu zu beginnen. Vielleicht auch auf eine neue Art und Weise oder festzustellen, dieser Mensch war gar nicht mein Mensch und jetzt bekommst du die Chance, in eine Verbindung zu treten mit neuen Menschen, mit einem neuen Gegenüber. Ja? Also in jedem Falle habe ich hier dieses Enttäuschung hinter dir lassen, neu beginnen und dir wird es richtig gut gehen auf Seelenebene, ja? Mit dieser neuen Energie. Was haben wir hier noch in den nächsten 72 Stunden? Ich sehe dich sogar, guck mal, hier im Zauberstäbchen. Du bist so, wie will ich es haben? Und das wird geschehen hinsichtlich dieser Sache hier. Will ich diesen Menschen nochmal haben? Dann wird es geschehen. Will ich ihn nicht haben? Dann wird auch das geschehen. Ja? Und will ich jemand anderen haben? Also das, was du möchtest, geschieht. Es geschieht, wenn du wie der Magier an deine Fähigkeiten glaubst. Weil da haben wir den Magier, der weiß, ich kann zaubern. Glaubst du an deine Fähigkeiten, denn dann kannst du hier diese Situation für dich auflösen. So, spannend. Da haben wir ja mal magische Energien. Was haben wir denn hier noch für die nächsten 72 Stunden? Ah, Bewegung ohne Ende. Oh, okay. Du musst eine Entscheidung treffen und es wird dir irgendetwas sich offenbaren. Jemand wird wahrscheinlich sogar auf dich zukommen. Etwas wird sehr schnell auf dich zukommen, Impulse oder sogar eben ein Mensch, der auf dich zukommt. Und es geht jetzt darum, dass du dich entscheidest. Ja, willst du in diese Richtung weitergehen? Es geht hier definitiv um das Thema Entscheidungen, Entscheidungen, wo du schon lange überlegt hast. Ja. Könnte auch mit dieser Sache hier tatsächlich zusammenhängen, weil handle inspiriert. Was inspiriert dich? In welche Richtung darf es gehen? Ja, ja, sieben der Kelche, die Visionen. Also wir haben ganz, ganz stark für die nächsten 72 Stunden die Energie der Visionen. Wie willst du es haben, wenn alles möglich ist? Diese Frage solltest du dir wirklich stellen, dir aufschreiben vielleicht sogar. Wie will ich es haben, wenn alles möglich ist? Weil die sieben der Kelche sagt, da ist alles am Himmels.
an der Himmelspforte sozusagen, am Firmament, sind alle möglichen Sterne und Potenziale. Welches willst du aktivieren? Ja? Und dir wird hier wieder auch eine Gelegenheit gegeben mit der Acht der Stäbe, dass Dinge sehr schnell sich verändern, sehr, sehr schnell ins Rollen kommen und du dann sozusagen gezwungen bist, eine Entscheidung zu treffen, was aber super positiv für dich ist, damit du eben hier weiterkommst. Ja? Lass mal mit den Tea Leaves näher drauf schauen, dass ich da nähere Informationen bekomme. Es geht hier um eine finanzielle Angelegenheit, habe ich hier. Also hier habe ich eine finanzielle Angelegenheit, um die es definitiv für dich hier gehen kann. Und du wirst ein Geschenk bekommen. Du wirst ein Geschenk erhalten. Hinsichtlich einer finanziellen Sache, hinsichtlich einer beruflichen Sache, einer Sache rund um Stabilität und Sicherheit. Und das wird sehr schnell gehen. Ja, das wird sehr, sehr schnell gehen. Und es liegt natürlich dann an dir, diese Chance zu ergreifen. Weil da haben wir den Diamanten. Also, ne, da kommt wirklich ein Geschenk finanzieller, beruflicher Natur. Und da darfst du dich auch wieder fragen, ne? Inspiriert mich das? Will ich das machen in meinem Leben? Ja? Was wäre denn lustig? Mach dich locker, ja? Was wäre denn lustig? Und mach dich locker zeigt mir hier auch, ja, die Dinge kommen schneller, als du denkst. Bist du bereit, so locker zu sein, dass du ganz schnell auf das Neue reagierst? Weil da kommen tolle Sachen. Wow. So, und dann schauen wir uns noch an, was haben wir denn noch für eine dritte Situation? Ich finde es ganz, ganz spannend zu sehen, weil wir allgemein gerade hier diese Energie haben von was inspiriert dich, welche Menschen, wie willst du es haben und auch beruflich hier diese Entscheidungsenergie. Wie will ich es haben oder finanziell, stabilitätsmäßig, ja, eine Entscheidungsenergie. So, was haben wir hier noch für eine Situation in den nächsten 72 Stunden? Und dann haben wir... Glaube es nicht, den Stern, also lauter so Visionskarten, wo es um die Zukunft geht, wo es wirklich, wirklich, wirklich darum geht, dich für die Zukunft auszurichten. Der Stern in Kombination mit der Königin der Stäbe zeigt mir, dass es gerade in den nächsten 72 Stunden darum geht, gewisse Aspekte in die Heilung zu bringen, hinsichtlich, mir kommt so stark rein, eines Mutterthemas oder eines Schwesterthemas. Hinsichtlich irgendeines Themas, vielleicht auch eine Freundin, wo du immer gedacht hast, boah, die drängt sich so in den Mittelpunkt. Wer denkt sie eigentlich, wer sie ist? Ja, sowas höre ich. Wer denkt sie eigentlich, wer sie ist? Die drängt sich immer so in den Mittelpunkt. Die macht sich ausleben immer, wie es ihr passt. Und da ist irgendetwas in dir, dass du das immer ein bisschen abgelehnt hast, dass dich das ein bisschen getriggert hat. Und jetzt sagen aber die Karten, bring das in Heilung, weil, warum? Jetzt geht es in deinem Leben darum, genau diesen Aspekt zu leben. Diese Frau zu sein, die sagt, ich hole mir, was ich will. Wie will ich es haben? Die Frau zu sein, die sich in den Mittelpunkt auch mal stellt, ja, die so locker ist und schon mal die Löwenenergie, das ist die Energie des Mittelpunkts, das ist die Energie von, boah, hier bin ich, ja, und macht dich locker, zeigt auch, man lacht laut, man macht auf sich aufmerksam, man hat irgendwie ganz viel Lust, Kontakte zu haben, man ist da überhaupt nicht scheu in der Gruppe und mir wird hier gezeigt, dass das für dich so dran ist, dass das für dich so dran ist, dieses wirklich, here I am. Here I am. Und wie will ich es jetzt haben? Und natürlich bin ich locker, weil ich bin richtig, wie ich bin. Und das auch auszuhalten, dass viele Blicke auf dich gehen werden, denn das zeigen mir die Karten, du kommst in den Mittelpunkt. Das ist in den Karten, du gehst in den Mittelpunkt. Du hast viele Blicke auf dir. Du bekommst viel Aufmerksamkeit. Und vor allem bekommst du es dann, und das ist für dich vorgesehen, aber du darfst dafür noch etwas heilen. Ja? Also wo hast du über den Menschen vielleicht einmal gedacht, eben das ist zu viel. Und wir denken ja immer dann, es ist zu viel bei einem anderen Menschen, wenn wir selber uns diesen Aspekt nicht so erlauben.
Und da darfst du einfach mal für dich ein bisschen in die Forschungsreise gehen, weil ich sehe, für deine Zukunft ist es aber vorgesehen, dass du, und das möchte ich dir jetzt nochmal richtig zeigen, dass du diese wunderschöne Königin der Stäbe bist, die heller strahlt als jedes Licht, die die Motten anzieht, ja, die Motten anzieht wie das Licht. Du ziehst die Motten an, weil du so schön bist, so hell strahlst. Schau dir mal ihr Pfauengewand an. Also auch hier, was hast du dir bis jetzt nicht erlaubt, wie du dich kleiden darfst? Wie willst du dich vielleicht eigentlich in Wirklichkeit kleiden? Könnte auch wirklich hier schön sein, in den nächsten 72 Stunden mal ein bisschen shoppen zu gehen, dir mal ein paar auffällige Teile zu kaufen, wenn das dich ruft eigentlich. Ja, und das ist das, was die Karte hier zeigt. Und der Stern sagt, ja, da ist viel möglich. Da wartet ganz, ganz viel auf dich, wenn du da bereit bist. Und hier wieder sieht man der Kelch auf der Rückseite. Oh Mann, ey. Also es ist schon manchmal lustig. Die geistige Welt, manchmal sagt die so, habt ihr es jetzt kapiert? Schon wieder die Sieben der Kelche, ja. Ja, also die Sieben der Kelche zeigt mir schon wieder hier. Es geht so sehr in dieser Woche um deine Ausrichtung für die Zukunft. Diese Woche. Oder in den nächsten, was heißt Woche, wir sind ja gar nicht bei der Woche, aber in den nächsten 72 Stunden hast du wirklich die Möglichkeit, dich völlig neu auszurichten. Völlig neu auszurichten, finanzieller Natur und auch liebesmäßiger Natur und auch wie du selber wahrgenommen werden willst, beziehungsweise da wollen Anteile von dir nach draußen, die du so ein bisschen zurückgehalten hast. Aber wir legen natürlich auch hier noch die Tea Leaves drauf. Ja, wir wollen ja auch hier nochmal nähere Informationen haben. Ja, guck mal, du wirst eine andere Rolle spielen. Also ich sag mal, wie du bisher agiert hast, das hat jetzt so ein bisschen ausgedient, ja? Du darfst jetzt eine neue Rolle spielen. Du darfst jetzt neu auftreten. Und diese Karte hier mit dem Kamel sagt mir, du darfst ein bisschen dranbleiben, dass sich diese neue Facette bei dir auch entwickeln kann, ja, weil du hast vielleicht viele Jahre jetzt eine andere Facette gelebt. Und jetzt sagen die Karten plötzlich, hey, du bist ready, diese Königin der Stäbe jetzt zu werden, ja. Das Leben zu erobern, das wird mir hier gesagt, das Leben zu erobern. Du bist jetzt bereit dafür. Und wenn du da aber auch dran bleibst, dann können sich Probleme auflösen. Aber das geht natürlich nicht von heute auf morgen, sondern es ist ein Prozess, aber der wird in den nächsten 72 Stunden angestoßen. Ganz wichtige Sache, die mir hier auch noch kommt. Es könnte sein, du hast ein Problem eben, wirklich einen Konflikt mit einer Frau, mit der Königin der Stäbe, Mutter, Tochter, Freundin, Vorgesetzte, was auch immer. Du hast da ein Problem mit der Königin der Stäbe. Das könnte sein. Und dieses Problem kann sich lösen, ja. Und zwar, indem du auch mehr als Königin der Stäbe auftrittst, ja. Indem du mehr sagst, hier bin ich habe einen Wert, ich weiß, was ich will. Und ich verstecke mich nicht mehr und tue so, als wäre ich vielleicht Mauerblümchen oder vielleicht tue ich auch nicht so, als wäre ich immer so schlecht drauf oder so. Das gibt es ja auch manchmal, gell? Wir sind dann so ein bisschen pampig und eigentlich sind wir es gar nicht. Eigentlich sind wir es gar nicht. Oder wir sind ganz schüchtern, aber eigentlich sind wir gar nicht so, ja. Also was auch immer deine Rolle ist, ja, die Karten sagen so, um dieses Problem mit der Königin der Stäbe auch zu lösen, darfst du auch aus dieser Rolle rausgehen und in dein wahres Naturell gehen. Und dein wahres Naturell gerade ist die Königin der Stäbe, die einfach so leuchtend ist und strahlend und wirklich immer inspiriert handelt, die immer ihrem Impulsen folgt und ihrem Seelenfeuer folgt. Ja, das ist, was ich hier so habe, dieses Seelenfeuer. Folge dem Seelenfeuer, der Feuer, der Freude, der Leidenschaft. Ja. Und dadurch löst sich hier ganz, ganz viel. Das sollte wirklich in den nächsten 72 Stunden so voll dein Ding sein. So, vielleicht schreibst du dir auch irgendwo an die Wand, handle inspiriert, mach dich locker, hab Spaß, ja, um wirklich dahingehend deine Entscheidungen hier zu treffen. Weil es bieten sich dir echt wundervolle Möglichkeiten. Nutze, nutze, nutze die. Das ist eine unglaubliche Zeitqualität hier in den nächsten 72 Stunden. Und ich freue mich so sehr, wenn du mir auch schreibst, was ich natürlich auch tue in den 72 Stunden, was sie vielleicht jetzt schon gezeigt hat. Ja, vielleicht hast du es schon wahrnehmen können, schon was gemerkt, weißt genau, um was es hier geht, dann schreib mir das total gerne. Und wenn du selber mit dem Tarot lernen möchtest zu arbeiten, dann schreib dich unbedingt ein in meine Warteliste für die nächste Runde der Tarot-Ausbildung. Die geht nämlich bald wieder los. Und ja, ich liebe es, dieses Wissen
rund um Channeling und das Tarot weiterzugeben. Bei mir ein bisschen auf eine andere Art und Weise. Ich sage nicht, lern das auswendig, was die Karte bedeutet, sondern in meiner Ausbildung, die ich mit meinem Mann zusammen mache, geht es wirklich darum, dass wir dich wieder verbinden mit deiner tiefen Intuition, weil ganz tief in dir drin, wenn dich Karten ansprechen und dich Karten rufen, dann hast du in dir drin diese Veranlagung. Vielleicht hast du in dem vergangenen Leben sogar schon mit Karten gearbeitet, als Heilerin, als Hexe. Sowas in der Richtung. Und bei uns geht es wirklich darum, dich wieder zu verbinden mit diesem Wissen, das schon längst in dir ist, beziehungsweise auch mit dem Leben zu verbinden, mit dieser Datenbank des Lebens, wo alle Informationen sind. Und wie kannst du quasi dich daran anschließen, dass du dann auch channeln kannst und Informationen fließen lassen kannst, die für andere Menschen sehr wertvoll sein können oder natürlich auch für dich selber in deinem Leben. Und dann kannst du auch zum Beispiel damit arbeiten, dann nach der Ausbildung, wenn du das möchtest. Also trag dich auf die Warteliste ein, da geht dann bald eine E-Mail raus mit einem Vorverkaufspreis für die Wartelistenmenschen sozusagen. Und wenn du ansonsten irgendwas fließen lassen möchtest, nutzt die Kommentare dazu, gib dem Video einen Daumen nach oben, abonniere den Kanal und ich freue mich wahnsinnig, wenn wir uns beim nächsten Mal wieder sehen. Bis dann, ihr Lieben!